So, dann erzählt er, Millionen Muslimen reisen nach Medina und wir würden sagen, die sind alle Muschrikun. Das ist die nächste Lüge. Das heißt, du hast bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aussagen gemacht. Ja? Davon sind 5 Lügen und ein Maudu'a, die ist dann noch eine schlimmere Lüge ist. Denn die schlimmste Lüge ist, etwas über den Propheten zu erlügen. Ja, so, bitteschön. Dann, die Bitte ist an Gott. So, dann die nächste Sache ist, dann sagt er, die Bitte ist an Gott, weil die Propheten und Heiligen weder einen Schaden noch einen Nutzen erschaffen können. Richtig. Ja? Jedoch beten wir Allah mittels ihnen in der Hoffnung, dass unsere Bedürfnisse erfüllt werden. Sehr gut. Du sagst also, wir beten Gott an, aber mittels der Heiligen. Das heißt, und dann hast du das genau erläutert, weil hier habe ich nicht genau daran verstanden, was du damit meinst. Dann sagst du, O Allah, ich bitte dich bei der Würde des Propheten. So, dann ganz, das ist eine ganz einfache Antwort darauf. Das ist eine Bida, eine Erneuerung in der Religion. Und es ist erstmal ganz einfach von der Logik. Wir erklären es erstmal von der Logik und dann vom Scharia-Perspektive. Erstens, wenn jemand sagt, O Allah, ich bitte dich bei der Schönheit deiner Kaaba, beispielsweise. Was hat die Schönheit deiner Kaaba, die Schönheit der Kaaba von Allah mit deiner Dua zu tun? Jeder Mensch, der ehrlich zu sich selber ist, weiß ganz genau, diese Kaaba hat nichts mit dir zu tun. Und die Position des Propheten hat nichts mit deiner Dua zu tun. Es hat nichts damit zu tun. Verstehst du? Das ist einfach so, das ist einfach eine sinnlose Sache. Ich kann nicht sagen, ja, oh Allah, ich bitte dich, weil du den Propheten liebst, dass du mir hilfst. Du kannst sagen, ich bitte dich und machst Tawassul mit deiner Liebe zum Propheten. Dass du sagst, oh Allah, bitte vergib mir bei der Liebe, die ich für den Propheten habe. Zum Beispiel. Oder du sagst, weil das ist eine Tat, die von dir ist. Und warum ist es eine Bidda? Weil eine Bidda ist etwas, was keine Grundlage in der Scharia hat. So, und wir haben hier keinen Beweis aus der Sunna des Propheten, dass irgendein Sahabi, und die haben mehr Wissen als du, ja, und man kann es mir gerne bringen, dass ein Sahabi gesagt hat, oh Allah, helfe mir bei der Schönheit des Grabes von deinem Propheten oder der Würde des Grabes oder der Würde des Propheten. Weil die Würde des Propheten nichts damit zu tun hat, sondern wie haben die Sahaba Tawassul gemacht? Das wird in der Sunna überliefert. Und die Sunna ist die beste Rechtleitung. Warum soll ich etwas anders machen, als was dort erwähnt wird? Etwas, was keinen Sinn hat. Was hat es für einen Sinn zu sagen, etwas zu erwähnen, womit ich nichts zu tun habe? O Allah, ich bitte dich um Vergebung, weil mein Nachbar 3-5 Mal am Tag in der Moschee beten geht. Was hat das Gebet welchen Nutzen bringt das Gebet von deinem Nachbarn deine Ibadah? Aber wenn du sagst, bei der Liebe, die ich für den Propheten habe, dann ist die Liebe eine Tat des Herzens, die dir helfen kann. Oder Tawassul, der vom Propheten gezeigt wurde, ist Tawassul mit den Eigenschaften und Namen von Allah. Dass man sagt, ja Hayyu, ja Qayyum, bi rahmatika astaghithu. Oh, also man nennt die Namen von Allah. Oder, dass man seine eigenen Taten benutzt, wie die Leute, die in der Höhle waren. Sie benutzen ihre Taten und sagen, oh Allah, beispielsweise der eine, wie er seine Eltern benutzt hat, wenn ich das nur für dich getan habe, dann lass diesen Stein von der Höhle weggehen. Das sind diese Beispiele. So, dann natürlich, was sehr wichtig ist, ist, dass man erstmal versteht, was überhaupt Schirk ist. Weil das ist etwas, was viele hier nicht verstanden haben. Denn viele denken, Schirk wäre nur, wenn ich denke, dass es einen anderen Gott gibt außer Allah. Aber wir sehen beispielsweise in Sure Yunus, Vers 31, und du sagst, wir reden ohne Beweise, aber du bringst keinen einzigen Beweis bisher, sondern nur Vermutungen und Lügen. Yunus, Vers 31, dort steht, Kul, mei yarzukukum min as-sama'i wal ard, amma yamliku as-sam'a wal absar, wa mei yukhrij al-hayy min al-mayyit, wa yukhrij al-mayyit min al-hayy, wa mei yudabir al-amra, fasayakun Allah, fasayakulul Allah. Also, die werden gefragt, wer versorgt euch von Himmel und Erde, wer hat Macht über Gehör und Gesicht, wer bringt das Tod aus dem Lebendigen und das Lebendige aus dem Toten hervor und wer hat Macht, wer regelt alle Angelegenheiten und sie sagen, die Mushrikun in Mekka, Allah. Das heißt, sie haben schon an die Rububiyya, an die Herrschaft von Allah geglaubt, die Taten von Allah, dass Allah der Schöpfer ist, dass Allah versorgt und so weiter. Aber das hat sie nicht gerettet, dass sie nicht Mushrikun gewesen sind. Warum? Weil den Schirk, den sie gemacht haben, ist, dass sie andere neben Allah angebetet haben.
Und jetzt ist die Frage, wen haben sie neben Allah angebetet? Sie haben teilweise Engel angebetet, teilweise Propheten angebetet, teilweise heilige Männer angebetet. Zu den heiligen Männern, und das erwähnt Ibn Abbas, und das ist ein Sahih al-Bukhari, gehörten zum Beispiel Wad und Wasua und Wajuruth, Wajauk und Nasr. Das sind fünf Heilige vom Volk von Nuh, die sie angerufen haben. Was würdest du davon halten, wenn ich heute sage, oh Wad, oh Wajauth, oh Jaruth, oh Nasr, helft mir? Da würdest du sagen, Audhu Billah. Wie kannst du das machen? Dann sage ich, wieso? Die sind doch gut. Die sind gut, diese Leute. Aber das war genau dieser Schritt, den sie gemacht haben mit diesen Leuten. Denn Allah sagt dann in Surah Zumar, Vers 3, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, weil das ist das, was der Mann dann sagt, ja okay, wir beten die Heiligen nicht an, damit sie uns geben, sondern nur, damit sie uns Allah näher bringen. Und genau das, du hast gesagt, wir reden ohne Beweise, ja, Zumar, Vers 3, dort steht, und wir reden wieder über die Mushrikun, wir haben gesagt, sie beten unter anderem diese fünf Heiligen an, diese Salihin, die zu rechtschaffenden Menschen gehörten, so wie heute, wie es Muslime gibt, die rechtschaffende Menschen, wie Abdul Qadir Jilani anbieten und Tawaf um sein Grab machen, ja. So, und warum? Dann sagst du, warum betet ihr den an, der kann euch nichts bringen? Dann sagen die, ja, wir beten nicht an, damit er uns was bringt, wir beten ihn an, damit er uns Allah näher bringt. Dann sagen wir, okay, gehen wir mal zu Surah Zumar, Vers 3, dort sagt Allah, وَالَّذِينَ تَخَذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَا, nee, وَالَّذِينَ تَخَذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُكَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Und die sich neben Allah Awliya nehmen, sagen, wir dienen denen nur, damit sie uns Allah näher bringen. Und wie nennt Allah das? Allah nennt die Schirk, die Sünde, die nie vergeben wird. Dann die nächste Sache ist, dann sagt man, nee, wir beten die nicht an, damit die uns helfen oder näher bringen, sondern wir beten die an, damit die uns Fürsprache bringen. Okay, Wad un Wasua un Wajaruth Wajauk Wanasra. Rechtschaffene Menschen können eventuell Fürsprache machen, oder? Was sagt Allah darüber, Leute anzubeten, gottesdienstliche Taten zu widmen, damit sie einen Fürsprache? Er sagt in Surah Yunus, Vers 18, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُمْ وَيَقُلُونَ هَا أُولَا يَشُفَعُونَ عِنْدَ اللَّهِ. Sie dienen neben Allah, was ihnen weder schadet noch nützt, und sagen, dies sind unsere Fürsprecher bei Allah. Das heißt, alle Punkte sprechen dagegen. Aber hier, bei dem, was du sagst, sage ich nicht, dass es Schirk ist, aber es ist eine Bid'ah, weil es dafür keinen Beweis gibt in Koran und Sunna. Und wenn du einen Beweis hast, kannst du mir den gerne bringen, aber du redest leider ohne Beweise und mit Lügen. Dann kommt der nächste Punkt, den du bringst, mit nochmal selbe Argument, wie bei den Christen. Bei den Christen ist es auch so, die bringen immer dasselbe Argument fünfmal und dann sieht es dann am Ende so aus, als wenn sie viele Argumente gebracht hätten. Ihr bringst dasselbe Argument nochmal und sagst, ja, guck mal, die bösen Wahhabiten, und wir sind keine Wahhabiten, die behaupten, man darf das Grab nicht des Propheten nicht besuchen. Und in Tabarani wird berichtet, Men Hajja Fazara Kabri Ba'da Wafati Faka'annama Zarani Fi Hayati. Also wer die Hajj macht und besucht mein Grab, das ist so, als wenn er mich in Lebzeiten besucht hätte. Erstmal wissen wir, dass die Sahaba sowieso einen besonderen Status unter den Menschen haben. Deswegen kann man kein Sahabi werden, weil man das Grab besucht. Also es ist von vornherein schon der Hadith unlogisch, weil es ist nicht so, als wenn man ihn zu Lebzeiten besucht hätte, weil noch nie hat ein Gelehrter gesagt, dass man zu einem Sahaba wird und eine besondere Stellung kriegt. Und in dem Hadith ist Hafs ibn Sulaiman al-Qari, der von Imam Ahmed und von Zahabi und von anderen Gelehrten abgestempelt wurde und als Kadhab, als Lügner abgestempelt wurde. Und so ein Hadith ist Maudur. Das heißt, wenn man ihn erzählt und hat jetzt gehört, dass er Maudur ist, ich sage nochmal den Namen Hafs ibn Sulaiman al-Qari, ist Maudur, ist ein Kadhab. Das heißt, diesen Hadith darf man nicht erzählen, weil es kein Hadith ist, sondern weil es eine Lüge über den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist. Dann schreibst du, wie können sie es doch dennoch verbieten? Und wir haben schon gesagt, wir verbieten es nicht, das Grab des Propheten zu besuchen, sondern wir sagen, man soll mit der Absicht nach Medina gehen, die Moschee zu besuchen. Und dann kannst du gerne jeden Tag, von mir aus nach jedem Gebet, das Grab des Propheten besuchen. Wenn du Lust dazu hast, aber nicht, weil du denkst, das wäre die Sunna, das so zu machen. So, dann. Geburtstag des Propheten. Ja, wir verbieten den Geburtstag des Propheten. Was erzählst du dann? Der Beweis von dir ist dann, du sagst, wir haben keine Beweise, der Beweis von dir ist dann, aber der rechtschaffende König Muzaffar hat ihn als erstes eingeführt. Wann? Mehr als 400 Jahre nach dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mashallah, das ist jetzt der Beweis, dass man den Geburtstag doch feiern kann. Also das zeigt wirklich, lieber Bruder, dass du wirklich noch viel lernen musst von der Religion. Das ist ja genauso, als wenn jetzt jemand sagt, ja doch, wie kannst du erzählen, dass Jesus nicht Gott ist? Der König Konstantin hat doch 400 Jahre oder Jahre 324 nach Isa, nach Jesus, hat er doch eingeführt, dass Jesus Gott ist. Wie kannst du sagen, dass Jesus nicht Gott ist? Der König Konstantin hat es doch gemacht. Hier genau dasselbe. Der König Muzaffar, ein rechtschaffener König, und da waren viele Gelehrte gewesen. Wir haben schon gesagt, ja, viele Gelehrte. Aber was ist mit den Gelehrten der ersten Generationen? Du sagst, wir lieben den Propheten nicht. Warum habt ihr keine Videos gemacht, die diesen Tarn, diese Beleidigung des Propheten widerlegen? Mit der Heirat mit Aisha, mit der Heirat mit mehreren Frauen, mit seinen Kriegen. Wo sind eure Videos? Ihr könnt nur diejenigen Leute kritisieren, diejenigen kritisieren, die den Islam und den Propheten durch den Dreck ziehen. Wir sind diejenigen, die den Propheten verteidigen, und ihr erzählt uns, wir leben den Propheten nicht, weil ihr das tut, was der Prophet nicht befohlen hat. Subhanallah. Ihr müsst wirklich den Islam erstmal lernen. Und dann ist jetzt der Beweis, König Muzaffar hat gesagt, dass wir den Geburtstag des Propheten feiern, und da waren noch einige Gelehrte bei. Okay, was ist mit Abu Hanifa? Wusste Abu Hanifa nicht, dass der Geburtstag des Propheten gut ist? Imam Malik, Imam Shafi, Ahmed ibn Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidhi. Was ist mit denen? Ibn Khuzaymah, Hassan al-Basri, Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Thawri. Okay, du sagst, du folgst König Muzaffar? Ich sage, ich folge lieber den gesamten Sahaba, denn wäre das eine gute Tat gewesen, hätten die Sahaba diese Tat mit Sicherheit gemacht. Ganz klar. So. Dann sieht man wieder, dass du auch gar nicht verstanden hast, was Bidda bedeutet. Deswegen empfehle ich dir, damit du das auch richtig verstehst, weil es hat dir noch keiner erklärt, dass du mal zu meinem Video gehst und haltet an der Sunna fest. Denn du bringst dann, ja, guck mal hier, die Wahhabiten, die sagen, alles ist Bidda. Aber im Koran gibt es doch Punkte, und die gab es damals nicht. Mihrab und Minaret. Als allererstes, keiner hat gesagt, dass im Koran die Punkte Bidda sind. Warum? Weil es keine gottesdienliche Tat an sich ist, sondern ein Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel, genauso wie keiner sagt, dass Bidda ist, die Bedeutung des Korans zu erklären. In einer anderen Sprache, sondern es ist ein Hilfsmittel, um es verständlich zu machen. Und daran sieht man, dass du gar nicht weißt, was Bidda ist. Ja, man erzählt etwas von Bidda, dann kommst du mit dem Auto. Der Prophet sagt, Kullu Bidatin Dalala. Und man kann sich mal gucken hier, was die Sahaba auch dazu gesagt haben. Hier, beispielsweise, Ibn Mas'ud sieht Leute mit Steinen spielen. Das ist in Musnad ad-Darimi. Sieht ihn mit Steinen Tesbih machen, und er sagt, das ist eine Bidda, weil ihr die hinwirft. Einer sagt Allahu Akbar und die anderen sagen auch Allahu Akbar. Ibn Abbas, einer der großen Gelehrten der Sahaba, geht mit Muawiyah um die Kaaba und sagt zu Muawiyah, sagt, Muawiyah berührt alles von der Kaaba. Ibn Abbas sagt zu ihm, warum berührst du alles von der Kaaba? Da sagt Muawiyah, ist irgendwas an der Kaaba verkehrt? Da sagt Ibn Abbas, der Prophet sagt immer nur Ruhirukrun Yameni und Hajar al-Aswad berührt. Laqad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana. Im gesamten Allahs hattet ihr schon das beste Beispiel. Imam Malik sagt, man ibtada fil Islam bidatan yara hasana, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana risala. Wer behauptet, wer eine Bidda einführt und sagt, die wäre gut, der hat behauptet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Botschaft verraten hat. Denn Allah sagt, heute habe ich eure Religion verkündet. Dann, Ibn Umar erzählt, Kullu bidatin dalale. Jede Bidda ist eine Irreführung. Wa in ra'a nasu hasana. Und wenn die Nase Menschen sagen, dass er Hassan ist, und das wird von Abu Shama, Rakam 39, Nummer 39 erwähnt. Dann, wenn du sagst, ja, diese Bidda ist gut, diese Bidda ist schlecht, dann habe ich hier ein Schafi-Fiqh-Buch, das heißt Umdatus Salik, und da wird erwähnt, und zwar in dem Kapitel Salatul Jum'a, und zwar 1821, wie der Imam sich verhalten soll, und da wird von dem erklärt, wa la yaltafitu fi shay'in minhuma, also in den zwei Predigten, minhuma yaminen wa la shimalen. Das heißt, der soll nicht nach rechts und nach links gucken, das ist Bidda. Sagen wir, wieso ist das Bidda? Der will nur nach rechts und nach links gucken, um die Menschen besser zu motivieren. Denn der Augenkontakt motiviert die Menschen. Warum ist das Bidda? Was ist daran Bidda? Hier, Imam Shafi-Fiqh, würde ich mal gerne sagen. Und dieses Buch wird übrigens auch von den Sufis sehr gerne benutzt. Das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben. Ja, das heißt, wir haben Aussagen von Sahaba, wir haben alles. Und du kommst mir mit König Muzaffar und Punkten,
Punkten auf den Dings, möge Allah dir Verständnis in der Religion geben, Punkten auf den Buchstaben, ja, wo jeder sagt, dass das eine Wasila ist, ein Mittel, und du, daran sieht man, dass du den Unterschied zwischen Wasila und zwischen Bidda überhaupt nicht kennst. So. Dann die nächste Sache ist, was du auch falsch verstanden hast, ist, und das ist, also wir haben jetzt, um das nochmal darzustellen, ja, der erste Punkt war ein schwacher Hadith. Also das gehört zu, wir haben das ja in 5 Punkte unterteilt. Lüge, schwacher Hadith, Aussagen von Gelehrten, die sich irren können, Aussage, die nicht explizit ist, und Aussage, die unpassend ist. Der Punkt 1 von deinem Vorwurf war eine Lüge und ein schwacher Hadith, also ein schwacher Hadith. Dann Punkt 2 war eine Lüge, Punkt 3 war eine Lüge, Punkt 4 war eine Lüge, Punkt 5 war eine Lüge. Punkt 5 war, ja, Mohammed war eine falsche Aussage. Dann Millionen von Muslimen reisen nach Medina, war eine Lüge. Punkt 6 eine Lüge. Punkt 7 hat man gesehen, dass du ohne Beweise redest. Punkt 8 war ein schwacher Hadith. Punkt 9 Geburtstag des Propheten war eine Aussage von einem König und nicht mal von einem Gelehrten. Dann Punkt im Koran ist ein Zeichen, dass du gar nicht verstanden hast, was Bidda ist, bei Punkt 10. Jetzt Punkt 11. Man sanna sunnatan hasana, wer eine gute Sunna einführt. Ich frage dich, erzähl mir doch mal den Kontext von diesem Hadith. Du willst jetzt damit, und das ist jetzt, gehört jetzt zu der Kategorie, ja, Aussage, die unpassend ist. Du bringst dies, um zu beweisen, dass Bidda erlaubt ist. Aber und hier, und dann habe ich noch einen Punkt vergessen. Es ist nämlich immer so bei Leuten, die auf dem Irrweg sind, dass sie 100 Hadithe auf der Seite lassen und eine Aussage nehmen und die ganzen anderen Hadithe und Aussagen und Ayats vom Koran mit dieser einen Aussage zunichte machen wollen. Okay, du sagst, diese Aussage bedeutet, man kann eine Sunna einführen. Wir haben aber andere Hadithe, die sagen, jede Bidda ist der Lehrer. Und ich empfehle euch allen, das Video halt euch an die Sunna anzugucken. Denn mir geht es nicht darum, euch zu beleidigen. Mir geht es um die Rechtleitung, dass ihr den richtigen Weg versteht. Hier ist ganz klar, mit Sunna auch Sunna und Hasanatan. Hier geht es darum, dass der Prophet sallam zum Sadaka aufgerufen hat und dass einer einen großen, also Sadaka zur Spende, eine große Spende gegeben hat und dadurch die anderen animiert hat, auch zu spenden. Das heißt, diese Beweisführung ist absolut unpassend, hat nichts mit der Sache zu tun. Dann kommt die nächste Sache von Imam Tahawi, der sagt, wer Allah mit den Eigenschaften der Menschen beschreibt, ist ungläubig. Mhm. Ja. Also das Imam Tahawi, Rahmanullah, ein großer Gelehrter, gesagt hat, wer Allah mit den Eigenschaften der Menschen beschreibt, ist ungläubig. Diese Aussage ist auf der einen Seite richtig, muss aber richtig betrachtet werden. Denn du selber sagst, dass Allah spricht. Wenn man dich dann fragt, ja, wie Allah spricht, dann sagst du, ja, aber er spricht anders als wir. Aha, aber jetzt hast du mit deiner menschlichen Eigenschaft gesprochen, weil du hast gesagt, er spricht, oder? Ja, aber anders als wir. Okay, Allah sieht. Ist Sehen Sehen oder ist Sehen Hören? Der Prophet sallam sagt zu den Sahaben, Allah sieht und hört euch. Haben die Gefährten gehört? Haben die Gefährten dadurch verstanden, Allahumma kharam kushum, kharam kushum? Oder haben die Propheten verstanden, Allah sieht einen und hört einen? Sie haben verstanden, Allah sieht und hört. Also, hast du ihn mit menschlichen Eigenschaften bestanden? Denn ich sehe auch, du siehst auch, du hörst auch, ich sehe auch eine menschliche Eigenschaft. Also wo ist hier der Knackpunkt? Dann wirst du sagen, ja, aber wir sehen, Allah sieht anders als wir. Allah braucht kein Licht, Allah sieht alles, Allah ist allsehend. Ja, Allah hört. Ja, Allah hört anders als wir, braucht keine Schallwellen und so weiter. Aha, und Allah hört alles. Aha, Allah hört anders als wir. Aber es ist trotzdem immer noch eine menschliche Eigenschaft im Ursprung des Wortes, oder? Von der Bedeutung. Weil die Bedeutung von Hören ist Hören, aber anderes Hören als wir, ja. Reden anders als wir. Wissen, ich weiß auch. Allah ist aber allwissend. Sein Wissen hat keinen Anfang und kein Ende. Er wusste schon immer alles und hat nie vergessen. Ja? Dann Allah hat Fähigkeit. Wir haben auch Fähigkeit, oder? Allah lebt, wir leben auch. Und alles menschliche Eigenschaften, von denen ihr 7 bestätigt. Und ihr verleugnet beispielsweise, dass Allah liebt. Ihr verleugnet, dass Allah liebt. Allah sagt im Koran, inna Allah yuhibbul muhsinin, inna Allah yuhibbul ladhina amanu. Allah liebt, das heißt, ihr verleugnet den Koran. Dann sagt er, ja, seine menschliche Eigenschaft zu lieben. Sagen sie, ja, Allah liebt, aber anders als wir. Allah sieht, aber anders als wir. Warum ist das jetzt Kufr?
Ihr widerspricht euch. Warum ist jetzt Kufr, wenn ich sage, Allah liebt, aber es ist nicht Kufr, wenn Allah sieht? Ja, aber Allah sieht anders als wir. Ja, genau, er liebt doch anders als wir. Was machen wir jetzt? Welches Ergebnis kommen wir jetzt? Ja, aber man kommt auf gar kein Ergebnis, weil diese Aussagen ganz klar der Sunna widersprechen. Ihr bestätigt 7 Sifat und den Rest verleugnet ihr und ihr sagt beispielsweise, dass Allah nicht liebt. Rabbunallah, Rabbunallah, Rabbunallah.